Hey meine Freunde, ich bin's, euer Gebirges. Kleines Infovideo zum Event morgen, wo wir uns treffen, um den Sonic-Film anzuschauen. Viele haben gefragt, hey Gebirges, wann treffen wir uns? Wie genau kann ich Tickets bekommen? Und so weiter, was wir generell machen werden. Zunächst einmal, wir werden uns treffen ein paar Stunden vorher, bevor der Film anfängt, weil wir wollen community-mäßig natürlich was unternehmen. Letztes Mal haben wir beim Detektiv Pikachu-Film Billard gespielt. Und ein bisschen nebenbei gezockt. Hat wunderbar funktioniert, hat ordentlich Spaß gemacht. Und naja, wir haben einige Erkenntnisse daraus geschlossen, dass wir nicht unbedingt gut sind im Billard. Doof. Diesmal aber geht's nicht um Detective Pikachu, sondern um Sonic. Und zunächst einmal möchte ich euch zeigen, wie ihr theoretisch noch online das Ticket kaufen könnt. Beziehungsweise könnt es eigentlich auch dann vor Ort machen, weil Kino ist definitiv nicht ausverkauft. Oh Himmel, nein, es ist nicht ausverkauft. Zunächst einmal. Online. Ihr habt hier die Seite hier. Die packe ich euch in die Beschreibung rein. Cinemax.de Sonic Film. Gut. Wenn ihr das habt und ihr wollt euch noch online das Ticket kaufen, dann klickt ihr auf Cinemax Essen. Dann gebt ihr einfach ein Essen. Kommt auf Cinemax Essen. Dort seht ihr dann sämtliche Veranstaltungen, die da stattfinden werden. Wir treffen uns am Samstag, also den 15. Februar, um 17.15 Uhr für den Film. Das heißt, man klickt auf 17.15 Uhr und hat die schöne Auswahl, wo man sich hinsetzen will. Wenn man jetzt schlau ist, weiß man genau, wo wir sitzen. Genau, wir sitzen auf den Herzchen sitzen. Nicht. Gott, nein. Wir sitzen hier... Oh Gott. Wir sitzen hier in Reihe G. Mit Ausnahme von No Name und Micha Gebel, die sitzen in Reihe F direkt hinter mir. Die Säcke sitzen genau hinter mir. Das heißt, 3G ist eigentlich egal, weil ist nicht ausverkauft, man kann also so ziemlich überall hinsetzen, wo man will. Wir haben in die Reihe G wie Gebirges genommen, yay. Und wenn man jetzt ein Ticket kaufen will, zunächst mal Preise anschauen, ne? Preise ist in Ordnung, als Student zahlt man für so einen Platz hier 10,40 €. Ich habe schon Schlimmeres gesehen mit Preisen bis 16 €, das war nicht angenehm. Sag mal, man will jetzt hier auf der rechten Seite in Reihe G sitzen, klickt die Reihe an, wo man sitzen mag, und sagt auf Weiter. Sitzplätze nicht verfügbar. What? Bruh. Ist das schon etwa reserviert? Nö. Ah, doch, es geht. Dann gibt man natürlich an, was man ist. Boah, Normalpreis, Schüler, Student, Kind, Senior. Okay, oder man hat einen Gutschein. Man gibt einfach das an, was man ist. Man sollte dann natürlich auch den Ausweis mitnehmen. Von wegen, ich bin Student, ich habe den Studentenausweis, bla bla. Oder ich bin Schüler, Schülerausweis. Für den Fall der Fälle, dass sie nachschauen. Hat natürlich noch eine 50 Cent Vorverkaufgebühr online passiert. Das ist aber vor Ort, glaube ich, bei 70 Cent, also ein bisschen teurer. Also günstiger online zu bestellen. Dann... Solltet ihr, wenn ihr das macht, online euch ein Konto erstellen. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man sich das über einen GAS-Account macht, kann es zu Problemen kommen. Das kann bis zu 2 Tage dauern, bis das irgendwo durchkommt. Deswegen Konto erstellen, einfach ran, Daten reinschreiben und dann bezahlen. Das wär's dann. Ja, ihr kriegt dann eine E-Mail von wegen, beziehungsweise wie willst du zahlen, PayPal, Überweisung, sonst was. Hat dann natürlich noch die Bestätigungsmail in der E-Mail-Box. Die gebt ihr an, davon wegen, ich bin da, das ist mein Account, bla bla, bezahlt. Ticket bekommt ihr per E-Mail gesendet und alles ist tutti. Und wenn ihr das Ticket nicht ausdrucken solltet, dann packt ihr auf Handy drauf. Hier kurz vorzeigen, mein Handy-Ausweis hier. Zack. Aus Smartphone. Oder halt vor Ort, denke ich, kann man das auch noch ausdrucken lassen. Beziehungsweise solche Ticket ausstellen lassen. Wenn ihr das gemacht habt, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wann treffen wir uns? Beziehungsweise wo treffen wir uns zunächst? Die Sache ist, 17.15 Uhr ist relativ spät. Ich weiß, einige wollen natürlich noch in der Stadt einkaufen gehen. Klar, ein bisschen rumshoppen, wenn man schon mal in Essen ist. Ein bisschen im Limbecker Platzcenter hier rumgurken. Also hier wollen einige rumgurken. Das ist nicht so ganz weit weg vom Hauptbahnhof. Das ist ein paar Straßen. Das Cinemax Essen ist auch nicht so weit weg. Das ist direkt gegenüber. Das ist absolut super. Mit dem
mit der U-Bahn-Station, Berliner Platz zwischendrin, auch gut zu erreichen. Wir werden uns wahrscheinlich wieder, ich denke mal, unterm Cinemax oder vorm Cinemax treffen. Unterm Cinemax hatten wir letztes Mal das, wer ist das? Billard-Dinge sind gemacht. Da kann man auch theoretisch, wenn man mag, sich Zeit nehmen für ein paar Runden Bowling, wenn ihr Bock auf Bowling habt. Man kann auch dort super sitzen, man kann dort sich was zu essen holen, zu trinken holen. Ist einfach ein Bowling-Center, kann man Spaß haben. Wir werden es wahrscheinlich auch nutzen, um unser kleines internes Pokémon-Turnier zu veranstalten. Ich weiß nicht genau, wie lange das gehen wird, das ist das Dumme. Weil, ja, wir sind so um die 10 Leute. Jeder, der Pokémon spielt, wird da teilnehmen. Das sind schon einige Leute. Also ich plane so gegen 13 oder 14 Uhr dort zu sein. 14 Uhr könnte schon ein bisschen zu spät sein. Deswegen würde ich sagen, treffen wir uns so gegen 13.30 Uhr. 13.30 Uhr treffen wir uns vor dem Cinemax. Ich weiß nicht, ob man das anzeigen kann mit Satellit. Oh, wunderschön. Hier die komischen Türme, die sieht man sofort, die pinken Türme. Das ist Cinemax, hier vorne. Hier vorne ist die Hauptstraße. Hier treffen wir uns in der Regel, da vorne. Oder hier oben auf den Treppen. Das sind so 4 Treppen und dazwischen ist eine Platte, wo man stehen kann. Wir treffen uns in der Regel dort und gehen dann hier vorne rein. Hier vorne. Gehen hier vorne rein und schauen uns das dann in Ruhe an. Da kann man halt das Billard spielen und Bowling. Ist schon ziemlich weitläufig, das ganze Gebilde. Wie wir es dann anstellen wollt, ist euch überlassen. Wir können zusammen was zocken, wir können einzeln was machen. Das ist euch überlassen. Oder ihr geht einkaufen, wenn ihr wollt. Bisschen shoppen, bisschen was an neuen Games ranholen oder sonst was. Aber wie gesagt, wir treffen uns am Samstag, heißt morgen. Sorry, dass das Video so spät ist nebenbei. Wir treffen uns dann morgen um 13.30 Uhr ungefähr. Das sollte jeder schaffen können. Halt hier vorne. Oder wenn es regnen sollte, dann treffen wir uns wahrscheinlich in, wie heißt das, Joe's Super Bowling. Das ist nicht mal angezeigt, das ist doof. Wir treffen uns einfach hier drin, wenn es regnen sollte. Kann regnen, muss nicht. Und dann sehen wir uns da vor Ort. Die Adresse, wenn sie braucht, ist Ostfeldstraße. Wobei, braucht ihr eigentlich nicht, das ist das Cinemax. Ah, hier hat man die Adresse. Berliner Platz 4 und 5. Da seht ihr die Dingens. Und nicht vergessen, Kino beginnt um 17.15 Uhr. Wahrscheinlich eine halbe Stunde Werbung. Schnarch. Aber dann geht's so richtig schön ab. Wir werden uns ordentlich... Es ist ein Sonic-Film mit Julian Bam als Stimme für Sonic. Was laber ich? Es wird schrecklich. Der Film ist Trash. Deswegen schauen wir uns ja an, weil er Trash ist. Ja. Ich komme jetzt noch ein paar Ravioli mit Tomatensauce und man sieht sie dann wahrscheinlich später. Haut's rein, wir sehen uns morgen. Oh Gott, fucking dammit, ey, fucking Sonic Film. Bläh.